Valar. Irgendetwas stimmt hier nicht. Dies ist ein großer Tag, meine Freunde. Bis zum Eintreffen der Legion war es Fremden 10.000 Jahre lang untersagt, die Nachtfestung zu betreten. Schicksal meines Volkes in den Händen von euch, den Fremden. Ihr könnt den furchtbaren Pakt der Königin aufheben. Shannar Dalorath. Ich weiß nicht, wie so ein Wesen entstehen konnte, aber es ist durchdrungen mit der Essenz des Nachtbrunnens. Die Anomalie so... Wozu dem Verschlinger Widerstand leisten? Meine Zeit ist gekommen. Das Zeitschloss ist offen. Sie sind frei. Unsere Leute werden desorientiert sein. Ich werde ihnen sagen, was geschehen ist, damit sie sich bereit machen, wieder anzugreifen. Voll mit.
Das Palastgelände ist gleich da vorn. Es ist noch stärker befestigt als die unteren Bereiche. Freunde der Krummel machen hier ein gutes Geschäft. Ganze Armeen sind meiner Klinge zum Opfer gefallen. Was könnt ihr euch für Hoffnungen machen? Sicherlich! Ich habe versagt. Endlich kämpfen wir gemeinsam für die Befreiung von Suramar. Unser Widerstand kann aus den Schatten treten. Die Tore wurden durchbrochen. Wir konnten leider nicht früher kommen, weil wir uns erst durchkämpfen mussten. Ich werde unsere Stellung hier befestigen. Talysra, eure Unterstützung für unsere Champions ist unersetzlich. Sie brauchen eure Weisheit in der kommenden Schlacht. Das Volk von Suramar schuldet diesen Helden mehr, als es je zurückzahlen kann. Ich werde ihnen bis zum Ende beistehen. Ich behalte euch im Auge. Suramar schuldet seine Schönheit meinen Blüten. Ich allein habe die minutiöse Verpflichtung. Ihr wagt es, meine makellosen Gärten zu besudeln! Sich in eine Pflanze verwandelt? Er ist eben in seiner Arbeit aufgegangen. Wüsstet, was... Welche Impertinenz! Ich werde... Glaubt nicht, dass es so ein... Seht euch die grausame, eisige Leere selbst an, die jenseits der Himmel Azeroths liegt! Atreus hielt sich für so unübertrefflich. Ich gebe zu, seine Demütigung ist mir eine Freude.
unfähiger, sterblicher Abschaum. Den macht der Schick nie Sterblicher um das Glück. Unmöglich! Ihr seid minderwertig! Im dritten Krieg fühlt Tichondrius im Kampf gegen Illidan Sturmtrippen. Ich glaube, den Geist des Dämonenjägers freut das erneute, leidvolle Ende des Schreckens. Das war für Tyrion Fordring, Monster. Auch wenn Krusus ihn nicht eigenhändig getötet hat, war er doch verantwortlich für den Tod unseres Champions. Ich habe viele Glücksbringer. Wollt ihr einen? Wir werden Azeroth befreien. Natürlich habe ich eure Ankunft vorausgesehen. Das Schicksal, das euch hierher führt. Euren verzweifelten Kampf gegen die Legion. Mein Volk stand vor einem ähnlichen Dilemma. Ich suchte in allen möglichen Zukünften eine Antwort und fand nur eine. Der Sieg der Legion ist unvermeidlich. Alle Zeitströme fließen darauf zu. Wenn wir uns gewehrt hätten, hätten sie uns den Nachtbrunnen gewaltsam genommen. Ich konnte nicht zulassen, dass mein Volk ohne seine Energien verhungert und verdorrt. Also ging ich einen Pakt ein.
Jetzt sehe ich eine Zukunft, in der die Legion siegt und mein Volk überlebt. Das ist der Strang, der erhalten werden muss. Dafür werde ich alles in meiner Macht Stehende tun. Euer Tod sichert die Zukunft der Nachtgeborenen. Tretet vor, beschleunigen wir dieses Schicksal. Eure Zeitlinien enden hier. Ihr existiert nur in einem Augenblick. Ich habe keine solche Grenzen. Die Zeit fluktuiert. Euer Untergang naht. In allen möglichen Ausgängen habe ich keinen gesehen, in dem ihr siegreich wart. Was mag das heißen? Werdet ihr die Legion bezwingen? Werdet ihr scheitern? Die Zeit verläuft chaotisch um euch. Nichts steht fest. Womöglich siegt ihr. Wenn ihr eure Welt rettet, befreit ihr mein Volk aus dem schrecklichen Pakt, zu dem es gezwungen war. Verfluchtes Schicksal. Ich setze auf euch, Champions. Stellt euch jetzt, Kuldan. Ich werde helfen. Spät. Ich bin unaufhaltbar. 4, 3, 2, 1. Finsternis, die eure Welt. Ihr wisst nicht, was euch erwartet! Er übernimmt diesen Titanen, trotz allem.